meine Lieben. Ja, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Und zwar habe ich gerade auf Instagram ganz spontan gefragt, ob ich heute vloggen soll, weil ich heute doch einiges mache, hat sich gerade herausgestellt. Und ja, deswegen dachte ich mir, nehme ich jetzt mal die Kamera in die Hand und fange doch direkt an, weil direkt ein paar Kommentare kamen, dass ihr es auf jeden Fall sehen wollt. Wir gehen heute nämlich shoppen bei Felix auf der Arbeit. Er arbeitet ja heute. Und ja, der hat eine ganz, ganz tolle Babyecke da in seinem Laden, wo er arbeitet. Und da werden wir heute auf jeden Fall gucken. Ich habe nämlich eine Einkaufsliste geschrieben, welche Sachen ich für Eschwege brauche. Hier. Und die müssen wir auf jeden Fall noch abbauen. Ich bin voll aus der Puste, weil ich gerade hochgerannt bin, damit ich schon anfangen kann. Ich habe heute nämlich schulfrei. Deswegen habe ich heute ein bisschen Zeit. Es ist aber auch schon 2:30, also ist schon ein bisschen der Tag angebrochen. Das ist meine Einkaufsliste. Hier, das hier ist für Mel und das andere für das neue Baby. Eine Sache haben wir schon gekauft, nämlich die Kinderwagendecke. Das ist ja diese hier. Von Steiff. Hängt jetzt hier immer im Bettchen. Voll schön. Und hier sind die zwei, die sind immer super süßen. Schlafsack. Fußsack, ehrlich gesagt. Eigentlich ist es ja von Kinderwagen. Falls ihr daran Interesse habt, schaut auf jeden Fall mal in der Infobox. Ich versuche den euch auf jeden Fall zu verlinken. Der ist nämlich super toll. Ja, also wie gesagt, wir haben eine Einkaufsliste, die muss ich nachher mitnehmen und abbauen. Was wir ganz viel brauchen, ist halt Winterzeug. Also Schuhe braucht das neue Baby, eine warme Jacke. Dann wollte ich einen Pulli haben, einen wärmeren Pulli, weil den einzigen warmen Pulli, den hat gerade der Emil an. Das ist nämlich dieser hier mit den Mickey-Mäusen. Der ist ein bisschen wärmer für den Winter. Aber das ist halt der einzige. Ich habe halt hier keinen mehr. Keinen wärmeren, nur so leichte Sommerpullis. Und auch nur zwei Jungspullis. Also einmal den hier. Und einmal den hier. Und kein, das sind halt so richtig dünne Pullis. Und da muss auf jeden Fall noch dann ein warmer Pulli her. Vielleicht auch so einen richtig kuscheligen Pulli. Dann brauchen wir noch eine Hose, eine etwas dickere. Und ein Body, ein rot-weiß gestreiften. Ich mag rot-weiß gestreifte Bodies auf jeden Fall richtig gerne. Und eventuell noch ein Overall. Aber das ist alles noch Zukunft. Ja, die Mel braucht noch eine Winterjacke. Die hat ja nur ihren Winteranzug, den Overall. Den Schneeanzug sozusagen. Dann braucht sie noch auch einen warmen Pulli, weil sie hat auch gar keinen. Und Schuhe und unbedingt eine Wintermütze, aber sie hat halt auch keine Wintermütze. Das brauchen wir auf jeden Fall alles noch. Das muss ich heute mal gucken. Ich glaube, ich werde da nicht alles kaufen, weil ich kaufe lieber gebraucht. Und am Samstag ist bei uns auch Babymarkt hier im Nachbarort. Und da werden wir natürlich auch hinfahren. Ich versuche euch auch mal mitzunehmen. Findet ihr es vielleicht spannend, dann zu sehen, wie ich so in so einem auf so einem Flohmarkt, Babymarkt shoppen gehe. Vielleicht habt ihr da auch mal Lust drauf. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ja, und wir werden heute, wie gesagt, shoppen fahren, denn ich muss gleich erstmal vorher zum Arzt. Auch mit dem Motorrad fahren. Es ist nicht so schönes Wetter. Also, es hat die ganze Zeit geregnet heute Morgen. Es ist jetzt zum Glück trocken und regnet nicht mehr. Aber naja, gut. Auf jeden Fall hat es heute Morgen die ganze Zeit geregnet. Das ist halt nicht so cool beim Motorradfahren. Ich hoffe, es regnet gleich nicht. Ich muss halt, wie gesagt, gleich zum Arzt. Warum ist, glaube ich, eher so eine zweite Sache. Das, glaube ich, möchte ich nicht erzählen. Ja, also auf jeden Fall muss ich gleich zum Arzt. Ich muss auch nicht untersucht werden, ich muss nur ein Rezept abholen, 2 Stück. Ich habe heute schulfrei, einfach weil wir haben im Moment Vorhabenwoche. Ich weiß nicht, kennt das vielleicht irgendwelche Leute von euch? Und in der Vorhabenwoche haben wir meistens nichts zu tun. Ich bin fertig und deswegen doch mal heute zu Hause bleiben. Ja, ich muss gleich noch schnell beim Hund Gassi gehen, jetzt wenn es trocken ist. Unsere Nachbarn haben übrigens ein neues Auto, glaube ich. Ein grünes. Ja, also ich werde auf jeden Fall gleich noch meine Haare machen. Dann muss ich noch Gassi gehen. Dann fahre ich auch gleich los. Ich wollte so gegen 2 oder so oder 3. Wir haben es jetzt 13:35. Mein Akku ist leer. 13:35. Das heißt, ich muss meine Uhr auch noch laden. Und nach dem Arzttermin komme ich wieder hier nach Hause. Und heute Abend gegen 18 Uhr. Ja, so kurz vor 18 Uhr werde ich losfahren zu Felix. Ich fahre da ungefähr eine Stunde. Ja, und dann werden wir zu Felix fahren, zum Shoppen halt. Wir wollen für ihn ein bisschen was kaufen und ich bin immer so seine Shoppingberatung, irgendwie, glaube ich.
Und ja, deswegen möchte er mich gerne dabei haben. Und ich dachte, habe dann gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall noch bei euch in der Bibi-Abteilung schauen, weil ich kriege Prozente da dann. Und wer shoppt nicht gerne mit Prozenten? Ja, das werden wir auf jeden Fall heute machen. Dann versuche ich nachher die Mel auf jeden Fall mitzunehmen. Ist auf dem Motorrad natürlich ziemlich schwer, aber ich werde es versuchen. Ich bin nämlich alleine, außer mein Bruder ist da. Die könnt ihr auch gleich mal sehen dann. Oh Gott. Und jetzt könnt ihr auch mal unsere Baustelle sehen, weil mein Vater hat hier alles weggerissen. Weil, es waren ja zwei Wohnungen damals. Und kennt ihr diese Tür noch hier? Das kennt ihr, ne? Und jetzt, schaut mal, hier ist die Wand weg. Seht ihr das? Seht ihr, was ich meine? Schaut mal, hier stand das so eine Wand. Da ist übrigens Marvin. Marvin, sag mal hallo. Hallo. Seht ihr, hier ist alles leer jetzt. Hast du schon gesehen, Marvin? Ja. Das sieht richtig krass aus. Ne? Das hat mein Vater einfach mal gestern Nacht gemacht. Also es war gestern Vormittag schon diese Hälfte hier weg. Heute Nacht hat er noch das alles gemacht und heute Morgen auch. Und hier kommt jetzt eine Tür rein. Wie ihr seht, hier ist schon so ein Dings. Voll krass, oder? Aber geht ja nicht anders. Hier ist mir übrigens eine Lampe abgebrannt. Ne? Da oben war ja eine Lampe und die ist in der Nacht einfach mal abgefallen. Also komplett hier abgefackelt. So, ich stelle jetzt mal hier irgendwo hin. Könnt ihr mir zuschauen? Oh, Papas Rasierschaum, yeah. So. Also, das wird jetzt nicht irgendeine Morgenroutine von mir oder so, ne? Es ist nur einmal Haare kämmen und einen neuen Zopf machen. Beim Motorradfahren habe ich immer einen Zopf, weil der Wind einfach deine Haare komplett zerstört. Deswegen habe ich beim Motorradfahren immer einen Zopf. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, dass ich mich hier so fertig mache vor der Kamera. Es wurde schon ganz oft gewünscht, dass ich eine Morgenroutine mache, komplett von mir. Also wenn ich zum Beispiel morgens in die Schule gehe oder so. Ist ein bisschen komisch für mich, weil das eigentlich ja ein Kanal ist, der nichts mit mir zu tun hat. Aber wir können es auf jeden Fall machen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Lust habt. Ihr so ein Video wollt, wie ich so in die Schule gehe, wie so mein kompletter Alltag ist oder so. So. Fertig. 10. Geburtstag habe ich heute Morgen schon. Frühstück haben wir auch schon. Jetzt ist natürlich ja schon eins, ne? Also. Wer hat denn nicht schon gefrühstückt und Zähne geputzt und all so ein Kram? Aber das Problem, ich weiß gar nicht, ob sie mitnehmen kann, weil. Stimmt! Ich bin heute Abend bei Felix und muss morgen früh von Felix zur Schule fahren. Oh, das wird nicht so gut, weil ich muss meine kompletten Sachen mitnehmen. Ups. Also Mel fährt bei mir immer im Rucksack mit. Und das hier ist ja mein Schulrucksack. Und hier vorne ist immer so Essenskram so drin. Und hier hinten ist jetzt so ein paar Bücher und so. Und im Moment in der Vorhabenwoche mein Laptop und mein Ladekabel. Das Problem, dass Mel eigentlich immer den ganzen hinteren Bereich hier einnimmt, weil sie jetzt schon etwas größer ist. Aber ich müsste morgen meinen Laptop mitnehmen. Und dann noch Mel. Das wird richtig eng. Ich habe ja noch meine dicke Federtasche. Oh, da muss ich nochmal mit Felix reden gleich. Wie wir das denn nun machen? Ja, sonst muss ich euch so mitnehmen zum Shoppen, aber das werden wir gleich sehen. Wir machen die jetzt trotzdem schon mal fertig. Sie ist ja soweit fertig, aber sie kriegt jetzt eine Jacke schon mal an. Diese hier, ich liebe sie. Eigentlich so ein Jogginganzug. Aber ich liebe die Jacke. Die ist wie so ein echtes Baby, ne? Schau mal. So zuckersüß. So. Fertig.
Ich glaube, ich ziehe noch ein paar Schüchen an. Keine Chance, ist ja eh noch offen. Dann können wir noch mal schnell ein paar Schüchen suchen. Wo habe ich die denn immer? Also, wie habe ich diese hier? Aber ich wollte die anderen mit den Hasen. Hier unten ist eine. Eine haben wir schon mal. Und hier ist der andere. Tada! So. Halstuch kann sie auch noch haben. Mütze hat sie auch, ja. Goodie! Können wir den Schrank auch zumachen? Das ist so süß an ihr. Ich liebe das. Oh, du kleine hübsche Mausi. Schaut mal, wie süß das ist. Oh. So, es geht um die süßen Hasen. Schüchen, ich glaube, die kommen von C und A. Wenn ich mich nicht täusche. Und die sind so süß an der Melly Maus. Und die halten dich mit schön warm. Ich finde das so süß mit den Schüchen. Guck mal, wie süß das ist. Schnuckelig, oder? Süß. Mausi-Bär. Schnuckelig. Hier ist übrigens unser Elefant. Versuche ich euch auch mal in der Infobox zu verlinken, falls ihr den haben wollt. Hallo Emil, kleiner Mausebär. Alle wieder schick. So, mein Lieben, ich habe jetzt gerade mit Felix geschrieben und es ist jetzt 15:05 Uhr und um 15 Uhr wollte ich eigentlich losfahren. Ich werde mich jetzt anziehen, auf den Weg machen. Hallo, Felix! Was machst du denn hier? Felix, komm mal her. Ja, also ich werde mich jetzt anziehen, meine Motorradsachen, werde dann losfahren. Die Mail können wir leider nicht mitnehmen heute, weil das echt total doof ist wegen der Schule morgen. Ich komme ja nicht mehr nach Hause nachher, sondern fahre dann direkt zu Felix und das ist ziemlich doof alles. Aber ja, die werden sie trotzdem anziehen und let's go. Das Hemd ist cool, zeig das mal. Das, nein, das andere. Mit den Flugzeugen. Das mit den, das weiße mit dem Flugzeug. Das ist kein Flugzeug, das ist ein Helikopter. Nee, ist nicht so schön. Oh, du riechst wirklich wie so eine Papamarie. Oh, der Sternbody ist voll schön. Guck mal, der ist voll schön. Aber 14 Euro. Der ist voll schön. Was denn? Also ich arbeite ja auch hier, aber ich arbeite auch da. Mann, ich möchte hier arbeiten. Ihr könnt ja gucken. Du kannst dich ja mal so lernen. Oh, guck mal hier, Schutz. Wir müssen noch ein bisschen weiter wirtschaften. Aber guck mal, der ist voll schön. Das für Mel. Romina, meinst du? Okay. Oh, man, die sind alle voll süß. Guck mal, der Pulli hier. Oh, der ist richtig schön. Und Mel braucht noch einen dicken Pulli. Romina, meine ich. Der ist auch voll schön. Was willst du denn noch gucken? Hast du keine Strickjacke gefunden? Die haben keine Strickjacke, ne? Aber andere, die Jacke ist voll schön. Die schwarze. Ist aber kein Strick. Ja, aber trotzdem, ist egal. Die kostet einfach nur, nee, ist das T-Shirt. Trotzdem, 10 Euro ist voll günstig. Nee, ist das halt ein Marken, ne? Die blaue Jacke, das ist eine Strickjacke. Zeig mal die ganz vorne. Das ist Bellybutton, oder? Ja, und die Schimpfe kostet die? Och, pff, ne.
Und hier ist zu groß. Und die Sterne sind voll süß. Schatz, kann ich einfach irgendwas alles mitnehmen? Oh, der Overworld ist auch vorsichtig mit dem Pinguin. Schau mal. Da. Und das. Und die machen noch ordentlich ab. Das machen die bei mir. Ich möchte ja auch meinen. Oh, die Kinderwagen. Das ist meine Freundin. Oh, guck mal, der Riesenkran ist auch noch hier. Stimmt, wo sind die ganzen Spielsachen? Spielsachen sind da. Ah. Ich habe Zeit, ja. Oh, das ist voll schön. Na, guck mal, wie groß die Wickelkommode ist. Alles für Riesenmänner, ne? Alter, wickel mal. Das ist ja perfekt für dich. Ja. Aber schon viel zu hoch für mich. Steht es da? Achso, die kann man in zwei Sachen kaufen. Ja, bestellen. Das voll ist cool. Bestellware, ja. 3000er Nummer, 6 bis 8 Wochen Lieferzeit. Oder ist nur die. Wellemöbel ist voll toll. 579. Guck mal, wie schön das Bett ist. Oh Gott. Heil lassen. Guck mal, wie schön. Das ist voll schön, oder? Ja. Kleiner, aber fein, die Abteilung. Guck mal, die sind nur Rennen im Auto.